Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über das Ionis Alignment hier auf der Tarawa. Ja, die nächsten 2 bis 3 Tutorials werden sich jetzt um die seegestützte Verwendung des Harriers kümmern. Und heute geht es eben darum, was beim Startup anders ist auf dem Carrier. Auch wenn dieser gerade jetzt nicht wirklich funktioniert in der derzeitigen DCS-Version, das heißt, wie hier, wenn man sagt, man möchte vom Carrier zwar Cold and Dark starten, dann wird man einfach auf die Position 1 gesetzt, was natürlich jetzt auch nicht gerade wirklich hilfreich ist, weil man dann erst nach hinten rollen muss. Wenn man Takeoff vom Parking wählt, wie sonst in der Mission, dann ist der Harrier eigentlich schon immer komplett hochgefahren, also hot. Von daher, das werde ich das jetzt nur mal zeigen, wenn das in der nächsten Version nachgezogen wird, vielleicht ja schon in der 2.7, werden wir sehen. So, jedenfalls das herkömmliche Startup-Tutorial hat weiterhin Beständigkeit, nur das Einzige, was sich ändert, ist eben das INS-Alignment. Weil für das INS-Alignment an sich müsst ihr ja immer Koordinaten einstellen und wie ihr seht, wir sind in Fahrt, die Koordinaten, die ändern sich die ganze Zeit und außerdem wird ja das Alignment auch abgebrochen, wenn man sich bewegt und wir befinden uns eindeutig in Bewegung mit 15 Knoten. Von daher funktioniert das herkömmliche Alignment nicht. Und selbst wenn er es auf IFA schalten würde für In-Flight Alignment, würde das ganz schön lange dauern, bis das geht. Deswegen müssen wir uns hier beim Carrier helfen. Und zwar wird, während man das Ground Power anschließt, auch ein zusätzliches Datenkabel angeschlossen, in dem die ganze Zeit die Position des Carriers hier mittel an das Flugzeug übermittelt wird. Und wenn man dann das Alignment durchführt, dann wird eben die Position regelmäßig geupdatet und die findet eigentlich ganz normal statt. So, ich würde das jetzt einmal zeigen, indem ich nur ein kleines Startup mache. Einmal nur, dass ich den Harrier mit der APU einmal so hochfahre. Wir brauchen natürlich den Sprit an den beiden Pumpen. Die Batterie einmal. Und dann schalte ich nur einmal die APU an. Einmal auf Reset, dass die hochfährt. So, da kommt sie auch schon. Die beiden Master Warnings machen wir uns dann weg. Und wir hören noch nichts mehr gut. Dann schalte ich mir hier nur ein Display ein, was ich dafür brauche. Wie immer gehe ich dazu nochmal ein bisschen näher dran, um das auch zu zeigen. ESD, Data und AC. Und hier würde man jetzt natürlich das normale Alignment machen. Aber wie gesagt, wir können es jetzt ja nicht machen. Wir müssen keine Koordinaten hier oder so weiter eingeben, sondern wir müssen das Datenkabel vom Carrier verbinden. Und wie gesagt, das geht über die Ground Power, das heißt, wir gehen hier ins ATC-Menü, das normale F8 Ground Poo. Und hier steht zwar nur Ground Power und nichts von einem zusätzlichen Kabel, aber wenn ihr gleich mal oben in den Text hier oben schaut, die erscheinen, wird was von einem Datenkabel kurz aufblitzen. Ground Power an. Hier stand eben ganz kurz Ground Power und dieses SEL oder irgendwas Data Kabel connected. So, und jetzt seid ihr eben in Verbindung mit dem Carrier und ihr könnt das Alignment ganz einfach durchführen, indem ihr nur, machen wir den Joystick kurz weg, hier bei dem Alignment das hier auf C stellt, also eine Raste nach rechts. So, und ihr hört schon diese übliche Caution Warnung bei dem Alignment. Könnt ihr natürlich einmal quittieren. Und nach ein paar Sekunden sollte hier bei Quality eben anfangen, Wert runterzuzählen, genau wie bei dem herkömmlichen Alignment. Genau, so, jetzt fängt es an runterzuzählen. Ich kann mir einmal die Kartenansicht natürlich ausschalten, damit das besser erkennt. So, und das werde ich jetzt einmal ein bisschen beschleunigen, damit wir hier nicht 2-3 Minuten rumsitzen müssen. So, jetzt steht da Quality 07 und OK. Und das Alignment ist abgeschlossen. Wir drehen einmal den Schalter hier weiter nach rechts auf IFA für In-Flight Alignment. Und wir gehen einmal hier aus dem Data Display natürlich raus. So, und wir sind aligned für den Carrier. So, und von hier aus könnt ihr dann das Startup komplett einfach weitermachen, wie ihr es auch am Landtank tun würdet. Und seid dann eben bereit zum Starten. Ja, soviel zu diesem kleinen kurzen Tutorial. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da.
Und abonniert mich auch, damit ihr die nächsten beiden Tutorials über den trägergestützten Einsatz des Harriers auch noch von mir mitbekommt. Und auch wie immer, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich immer, was darüber zu lesen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.